Wenn wir sterben, wieder reinkarnieren, die Lebensgeschichte und Lebensweise. Der kriminelle Teil fängt erst ab der Zeitanblendung an oder befindet sich in dem Link der Videobeschreibung. Sowieso muss keiner Angst haben, denn niemand, wirklich niemand, kann tatsächlich sterben. Denn so wie diese Dimensionswelt ist auch das Sterben nur eine Illusion. Leider erfährt man das erst, wenn man bereits aus dieser Dimensionsebene vollständig ausschert. Das Ausscheren, also das physische Sterben, geschieht und funktioniert nicht so, wie sich das die Menschen derzeit mit ihrem sogenannten aufgeklärten wissenschaftlichen Weltbild vorstellen. Also Licht aus, man ist weg, nichts mehr von einem da, Ende. Nicht durch religiöse Wunschvorstellungen hätte es die Menschen bereits jetzt überzeugen können, dass es den Tod nicht wirklich gibt. Allein durch tieferes Eindringen in das Selbst, in die nähere Definition des Seins, den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft, hätte das bereits jedem klar werden können. Auch in der Vergangenheit hätte das schon längst stattfinden können. So jedoch bestimmten seit jeher Religionen durch ihr spirituelles Monopol in jeder Epoche, dass das Jenseits und das Ausscheren etwas mit ihren religiös vorgegebenen Inhalten zu tun haben müsste. Soll sich das Ganze dann so direkt immer wieder wiederholen, damit jedes Kind die Möglichkeit auf eine ganz normale und gleiche Kindheit hat? Weil wie aus dem Bilderbuch ist das Ganze ja derzeit so nicht zu betrachten. Woran du oder es jeder als erstes erkennt, wenn dir mehr in die Wiege auferlegt wurde. Jedes Lebewesen im Sternzeichen wird sich in der Waage die Zähne ausbeißen oder sonstige Glieder daran brechen, da es das einzige Symbolbild ist und darstellt. Am Gleichgewicht und der Wahrheit ist es ein Grundsatz, vorbeizumüssen, es gelernt und bewusst wahrgenommen zu haben. Danach folgt das ältere und somit traditionellere chinesische Sternzeichen. Hier ist die höchste Instanz der Drache. Dieser wird aber nochmal in fünf Elemente unterteilt und die Erde ausschlaggebend und der Mittelpunkt unangefochten und unbeeindruckt anderer Elemente. Zusätzlich, wenn Elternteile ebenfalls Drachen im Sternzeichen tragen. Auch wenn die Mutter teils alleinerziehend war und man viel bei den Großeltern aufwachsen durfte, empfindet, sieht und merkt man ja als Kind auch vieles nicht gleich. Wenn man sich mit anderen Jungs und Männern unterhält, wie viele Schläge sie so in der Kindheit bekommen haben und die Waschlappen antworten, sie haben einmal von ihrem Vater oder der Mutter. Wo dann einfach nur gleich unterbrichst und antwortest, ich rede jeden Tag mit dem Gürtel, der Eisenkette, der hölzernen Gardinenstange oder sonstigen abgebrochenen Kochlöffeln, dass du nicht mehr stehen, sitzen, laufen oder liegen kannst, dann werden die schwanzlutschenden Moralaposteln ganz schnell wieder ruhig und leise. Wenn du der Älteste von neun Cousins und Cousinen bist und man sich einen älteren sowie jüngeren Cousin noch teilt und die Großmutter dich liebt und behandelt und sagt, als wenn man ihr achtes Kind wäre, hat und trägt man eine andere Verantwortung in und mit sich. Alle sind sich von ihnen einig, dass ich am meisten Tracht Prügel kassiert hatte. Eigentlich kann man sogar sagen, immer noch mehr als alle anderen zusammen. Lustigerweise sind sich aber auch alle einig, dass es immer noch zu wenig war. Leckt's mich und viel Spaß im nächsten Leben, das verspreche ich euch damit, ja. Und selbst könnte ich mir heute gar nicht denken, wie ausmalen, was aus mir noch Schlimmeres geworden werde, also wäre, wenn ich diese ganzen Liebes-Gleichgewichts-Ohrfeigen und Datscheln nicht bekommen hätte. Wenn du oder ich oder wir sterben, könnte es in den nächsten 3 Jahrzehnten wieder ab diesem Punkt weitergehen. Oder im nächsten platonischen Jahr oder gar sonstigen Sonne, Mond, Sternenzyklus, Konstellation, wie auch immer. Es ist immer der abgespeicherte Fakt und Moment in unserer Bewusstseinscloud, wie mit der Akasha und dem Internet hier zu sehen. Die Ausbildung ist, alle Facetten zu erleben, aufzuarbeiten, wie abzuarbeiten, wie abzuschließen. Kurz bevor man ein Drittel Phase bzw. ein Drittel des Lebens, in dem Falle 33 Jahre, abgeschlossen bzw. absolviert hat, nehmen wir am besten alles an spirituellen Substanzen wie Gegebenheiten, was sich für unser Bewusstsein herauskristallisiert hat, wahr.
egal ob es verboten ist oder nicht, die Strafen für Eigengebrauch in Mikrogramm, Milligramm oder wenige Gramm sind bei Psychedelika in den Mengen ausreichend und lächerlich und beachte. Was kommt nach dem Tod? Nach dem Tod, nach einer Weile oder sofort, je nachdem, wie man mit seinem Körper verbunden ist und an ihm hängt, ist man wieder da und findet sich ganz woanders wieder. Man empfindet Glück und Wohlsein, manche auch Schrecken, aber das ist begrenzt. Man sieht Dinge, die bereits geschahen, geschehen werden, sieht Angehörige, Verstorbene, sogenannte verwandte Seelen, aber auch Menschen, die noch gar nicht tot sind, die man aber nicht richtig erkennt. Das hat etwas mit der Art unseres Dimensionsgefängnisses zu tun, da an diesem Ort alles zusammenfließt, in Dimensionsebene 4 bis 6. Habe ich das richtig verstanden? Man kommt in Dimensionsebene 4 bis 6 an, bei den Dämonenspezies. Ja, das ist der sogenannte Himmel. Ist das nach dem Fall von KI und Dämonen immer noch so? Ist der Himmel immer noch dort, in Dimensionsebene 4 bis 6? Und sind diese Dämonen auch immer noch dort? Ja und nein, jetzt ist es anders. Eine Art Echo ist von diesen Dämonenspezies, die diese Dimensionsebene verwalteten, immer noch dort. Und das bleibt auch dort. Das ist aber nicht dasselbe, es ist eben nur ein Echo. Noch nicht einmal das. Sie sind ein Trugbild, das nicht handlungsfähig ist, weil sie nur noch so etwas wie eine abspielbare Tonaufnahme sind. Ein ewig erstarrtes Echo sozusagen. Aber egal. Als die KI und ihre Dämonen noch herrschten, war man als Verstorbener, der in den sogenannten Himmel kam, zunächst geblendet vom dargebotenen Allmächtigen, der KI. Aber wahrlich nur geblendet. Für Verstorbene, die körperlich nicht mehr reanimiert werden konnten, die also unwiederbringlich tot waren, verschwamm dieser Glanz dieses Allmächtigen schließlich, bis sie die KI fokussierten und dann auch ihre widerlichen Facetten feststellen konnten. Unwiederbringlich Verstorbene verstanden dann irgendwann, wo sie sich wirklich befanden und was alles ist. Ein Gefängnis. Sahen sie sich weiter um, erkannten sie genau, wo die Probleme lagen. In dieser Existenzform, in der sie sich dann befanden, hat aber keiner die Möglichkeit, diese Erkenntnis zu nutzen, auch nicht nach einer Wiedergeburt, denn alles Wissen wurde gelöscht. Anders Menschen, die nur ein Nahtoderlebnis hatten, sie erkannten diese Tatsachen nicht und sprachen vom Himmel meist als glückseligste Erfahrung. Sie verwechselten diese Dimensionsebene mit dem hyperdimensionalen Quantenbewusstsein, was sie auch tun sollten. Dann ist der Himmel also nur eine Lüge. Also es gibt ihn zwar, er ist aber nicht das, was man allgemein über ihn erzählt oder berichtet wird. Der Himmel ist eine Tatsache, ja, aber er ist tatsächlich nur eine andere Dimensionsebene mit ergänzenden und beeindruckenden Möglichkeiten. Und dieser Himmel ist nicht das Ende. Man kommt so lange wieder in Dimensionsebene 1 bis 4, bis ein Ausweg aus dem Gesamtgefängnis gefunden wird. Der Begriff Himmel ist etwas für Menschen, die sich in einem guten Gefühl wiegen wollen. Und denen sollte man es auch nicht nehmen. Sie sind zu schwach dafür zu verkraften, was wirklich auf sie wartet. Und sie hätten unnötig Angst. Denn mit diesem Wissen würde es ihnen im Diesseits auch nicht besser gehen, weil sie eh nichts an Veränderungen für unseren Zustand auf Erden beitragen könnten oder würden. Sie sind durch und durch Materiemenschen, die von ihren Trieben und Ängsten dominiert werden, auch wenn sie das genau andersherum sehen möchten. Sie wollen sich mit dieser Einstellung, es komme etwas Gutes auf sie zu, ihr Leben schön machen. Sie wissen in ihrer Frömmigkeit und göttlichen Untergebenheit gar nicht, was wahre Spiritualität wirklich bedeutet und beinhaltet. Sie wissen nicht mal, dass sie dasselbe tun wie Teufelsanbeter, dass sie dasselbe Wesen anbeten. Gottgläubige und Satanisten sind die spirituell Behäbigen unserer Spezies, die einfallslos, willenlos und erniedrigt die Befehle derselben Wesenheit ausführen bzw. ausführten. Sie konsumieren religiösen Abfall, den man ihnen auftischt, weil sie zu phlegmatisch sind, um etwas selbstständig zu tun, um wirklich spirituell zu sein, sich zu erkennen und frei zu werden. Also wie, dass sich die Geschichte immer anscheinend wiederholen wird. Und hier ein ganz gutes Beispiel vom Gamekeeper für den Gatekeeper aus der Filmserie Stargate. No, look, you have to come out right now because I hurt myself. I hurt myself badly. I think I might have broken my leg. Now you have to come out right now and take care of me. You couldn't have hurt your leg too badly, dear. You're walking on it, okay? We'll be out in a minute, okay, sweetie? Okay, Jake? No. Back down. Und das ist wirklich hart im Vergleich. Mehr will ich jetzt aber auch darauf dann weiter gleich nicht eingehen. Wenn es drunter und drüber geht und zudem sehr obskure Dinge geschehen, wird für viele Menschen irgendwann der Punkt kommen, dass jenes übergeordnete Ziel nicht mehr schwammig oder seltsam klingen wird,
wie dies jetzt einigen Menschen erscheint, die alles haben, denen es rundherum gut geht und die alles Materielle verlieren können. Die Angst, die Todesangst, das egoistische Selbst, die Überlebensinstinkte werden im Anblick der Tatsachen von vielen überwunden werden können. Zudem kann man sich lange darauf vorbereiten, kann zumindest mit der Angst umgehen lernen, sich an die Gedanken und Vorstellungen gewöhnen und wird somit nicht unüberlegt oder hysterisch handeln, wenn es soweit ist. Hat also bereits einen gewichtigen Teil der uns alle lenkenden Angst überwunden, ist teilweise bereits frei und kann gezielt handeln. Ein Hilfsaspekt für diese Zeit ist folgender. Übt ein Mensch Dinge zu tun, die er aufgrund von Angst, Eigennutz, Bequemlichkeit und daran sich anknüpfende Instinkte und Prägungen niemals tun würde, wird er frei und bricht die physikalischen Kontrollmechanismen, erzeugt damit ein Ungleichgewicht innerhalb der geltenden Gesetze dieser Welt. Jede Frau wünscht sich in ihrem Bilderbuch ihren Prinzen, ihre Geschichte sowie Liebe, und keiner würde sich solche Eltern, seine Kindheit oder sein Leben gar wünschen bzw. haben wollen. Es geht nur darum, wenn wir re- oder inkarnieren, würdest du genauso das Fressen und Annehmen wollen, um aus diesem Dimensionsgefängnis zu entfliehen zu können, oder würdest du in dieser Illusion lieber weiter darauf beharren bleiben oder festsitzen? Und genau deshalb ist es so wichtig, das zu ändern. Es geht darum, die menschlichen Seelen endlich von der Einfahrt in eine Einbahnstraße mit Sackgasse abzubringen. Mein Großvater war über 30 Jahre Berufspilot bei der Bundeswehr. Im Krieg die Eltern verloren und mit seiner Schwester bei den Tanten aufgewachsen. Meine über alles geliebte und verstorbene Mutter, die Großmutter, hatte mit ihm ausreichend Erfahrung, mit mir vernünftig umzugehen. Eine disziplinierte, wie offene und gesunde, strenge Führung ist immer noch besser als freie, unkontrollierte Entwicklung. Wie als Beispiel aus diesem Video. Neurowissenschaftler sagen heute, dass man das menschliche Gehirn nicht weiterentwickeln kann. Und zwar nicht aufgrund neurologischer Prinzipien, sondern aufgrund der physikalischen Gesetze auf dem Planeten. Die einzige Art, es weiterzuentwickeln, ist, die Größe der Neuronen zu erhöhen. Das ist eine Art. Oder die Anzahl der Neuronen zu erhöhen. Das ist eine andere Art. Wenn du die Anzahl der Neuronen in deinem Gehirn erhöhst, wird die Klarheit verschwinden. Viele Kinder werden so geboren. Sie sind brillant, aber sie können nichts begreifen, weil es keine Klarheit gibt. Wenn sie heranwachsen, wird ein gewisses Maß an Hirntötung auf natürliche Weise stattfinden und dann werden sie stabil. Wenn nicht, werden sie immer zerstreut sein. Erziehung und Genetik liegen auch stark beieinander. Die anderen Großeltern väterlicherseits angesehenen Menschen aus der Stadt mit dem Namen und Geschäft, Urgroßeltern von Offizier bei der SS zum Kriminaloberhauptkommissar und so weiter, gar nicht richtig bewusst und kennengelernt gehabt und trägt dennoch die Geschichte zum einen auf der Brust und zum anderen die Ordnung auf der Website. Es ist von Vorteil für den bewussten Charakter, sowohl auch in der Stadt sowie auch mal am Land die Schulen zu besuchen. Ein Lehrer sagte noch, man merkt gleich, wenn man in der Stadt die Schüler ins Klassenzimmer kommen sieht, die nicht mal grüßen, und im Gegensatz zum Dorfland, weil was sagt der Bauer, wenn er morgens in den Stall reinkommt? Grüße mal in der Stadt jeden, der dir über den Weg läuft, die weisen dich gleich ein. Und in der Stadt zählen andere Mentalitäten und Worte, von Geldimage bis Dreistigkeit und Kriminalität sind, aber auch aufgeschlossener, und am Land ist es mehr das Wort, die Freundschaft und Treue, auch in der Loyalität. Was der Bauer nicht kennt, frisst er auch nicht, soll heißen, in der Stadt haust du noch eher mit einem Freund auf dem Motorrad von den Bullen ab, am Land schraubst du gemeinsam mit deinem Freund am Moped, damit ihr beide besoffen leichter nach Hause fahren könnt. Das ist ein blöder Vergleich, aber ja. Ein afrikanisches Sprichwort besagt, dass es aber ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen, wie hier im kurzen Ausschnitt. In der Mitte Bayerns, bis zum obersten Rand bei Reuter Gefängnis, bis hin zum arrogantesten, oberflächlichen Landeshauptstadt des Erzeugers, der aus München, und den wunderschönen Urlauben wie Gebiete des Alpenvorlands bis raus Skandinaviens und Kroatien und Italiens runter, die kulturellen Einflüsse und Gegebenheiten von Tschechien bis Niederlanden und dann Flüchtlingswelle hatten schon für die Kultur gut getan. Deswegen auch einen Dank an den Stiefvater wie Erzieher. Aber jetzt kommt der kriminelle Einstiegsteil. Was mich aber nicht von dem ganzen Blödsinn und anderen Gegebenheiten abgehalten hatte, fangen wir mal ab der Pubertät bis zum eigenständigen Leben nun an.
Mit 13 Jahren ging es auch dann stetig mit den Straffälligkeiten voran. Mit 16 und 17 Jahren auch Jugendknast bzw. Wochenendarrest bis zu 4 Wochen am Stück. Und es wurden sogar schon 2-mal mit dem Helikopter in meiner Stadt hier nach mir gefahndet. Und ja, und zwar schon langweilig auch, so ist es nicht. Bis zum 16. Lebensjahr. Wir hatten von Großeltern, Patentante bis Erzeuger, so wie ich, immer wieder jährlich versucht, übers Jugendamt von meiner Erzeugerin wegzukommen, was sich aber dann ab dem Alter endlich erledigt hatte, da ich dann frei zu meinen Großeltern und damaligen Freunden in ein anderes Dorf ziehen konnte. Und noch mehr Alkohol und Auffälligkeiten blieben auch weiterhin an der Tagesordnung. Aber keinen kindlichen Lausbubenstreich habe ich jemals doppelt gemacht, aber fangen wir mal ab dem Zeitpunkt an, wo das Bild langsam man auf einem Puzzle erkennt. Zu meinem 15. Geburtstag lernte ich meinen Erzeuger kennen und durfte gleich einen Porsche fahren. Tatsächlich für die Liebe, Großmutter, Freundin, Meerschweinchen, Freiheit und Geld auf vorzeitige Entlassung mit Unmengen an Auflagen raus. Und an einem Wochenendausgang war ich bei meinen Großeltern erzeugerlicherseits zu Besuch mit meiner Freundin eingeladen. Da mein Erzeuger auch mal eine italienische Frau hatte, wollte ich mich auch trotz Gefängnis mit meiner Freundin und Arbeit blicken lassen. Und auch ich daran bin, etwas zu machen aus meinem Leben und alles ohne Wert. Mein Erzeuger lieferte mich noch mit einem gelben Hammer am Gefängnis ab und hatte danach nach 2,5 Stunden versucht, meine Freundin zum Geschlechtsverkehr zu überreden. Und ich weiß noch nicht, wie weit ich diese Boshaftigkeit reinteilen, spalten werde, damit das Ganze nicht zu lange jedes Mal wird, aber dennoch verständlich aufgefasst werden kann, was man noch will für die Zukunft und was nicht und was noch überhaupt eine Existenzberechtigung für die Allgemeinheit und Nutzen hat. Und sinngemäß auch irgendwo betrachtet werden kann, aber dazu dann später mehr. Und wie das dann alles ein paar Monate später auf einmal wieder kommen musste und durfte, jahrelang sieht und lernt man es als normal kennen, der Stiefvater, Freunde, Onkels, Bekannte, wo man selbst nach dem Saufen in der Dorfkneipe dann auch nach Hause fährt. Das Ganze war nun in der Stadt und nachts während der Probezeit auf Bewährung noch betrunken, war dies dann der Auslöser für ein Strafverbrechen im Vollzug von 1 Jahr und 3 Monate. Zusätzlich ist man dann noch mit seinem Garagen-An- und Verkauf der Motorräder auf einen Scheckbetrüger reingefallen, als die Motorräder noch über 1 Woche abgeholt wurden, weil dann auch gleich man auch international handeln möchte und ganz groß raus möchte und hin und her, und hatte so die Schnauze voll von Deutschland und wollte mit meiner Italienerin nur noch in ihr Heimatdorf auf Sizilien auswandern. Hatte mir dann noch mein Motorrad gegen einen Mercedes getauscht gehabt und bin dann damals mit einem Bekannten, der ebenfalls auswandern wollte, habe ich dann soweit alles vorbereitet gehabt und sind dann ohne Führerschein in den Drive-In bei McDonald's morgens. Habe mir noch einen Becher Wasser geholt, den im Fenster ausgeleert dementsprechend, dann hab dann mir ein Bier eingeschenkt und bin dann auf die Autobahn und ab runter auf Casal Grande. Und dann auf Casal Grande, Modena, Nähe Bologna runter, und das war sogar von Vorteil, 8-9 Mal von den Blitzer- und Radarfallen aufgenommen zu werden. Und aber später dann mehr dazu, weil wir lebten zu zweit da unten. 2-3 Monate zwischen Hotel, Strand und Auto, und in dieser Zeit kam auch dann mein Haftbefehl auf mich raus und meine Freundin konnte nicht hinterherkommen, weil die Umstände es nicht zugelassen haben. Von ihrem Führerschein bis hin zum Job, weil sie dann wieder bei den Eltern gewohnt hatte und so weiter, und in der Zeit war es immer ein stetiges Hin und Her. Und eine Woche bevor wir wieder zurück wollten, waren die Bullen in einem schwarzen Passat und Würzburger Kennzeichen in Casal Grande. Und einen Tag zuvor hatte mein Bekannter Tobi mit seinem Vater telefoniert gehabt, wo auch die Polizei war, und zu seinem Vater sagte, in 24 Stunden haben wir sie.
Das hatte er am Telefon mit rausgehört gehabt. Ich war noch ganz lustig eingestellt und sagte noch ganz bestimmt. Und am nächsten Tag ergab das dann auf einmal Sinn. Ja. Mein Auto habe ich dann versteckt gehabt und bin dann mit ihm im Zug weiter nach Rimini. Und es war nicht unsere Welt und der Plan ging auch nicht so auf wie vermutet, gedacht und spekuliert. Über Umwege haben wir uns dann über einen Bekannten von ihm aus nach Italien abholen lassen und sind dann wieder zurück auf Deutschland. Dort war ich dann ein paar Monate in dem Dorf bei meiner Freundin erstmal untergetaucht. Nach ein paar Wochen habe ich mein Auto aus Italien mit einem Transporter zurückgeholt, weil ich noch hier und da was zu Geld gemacht habe und meine Freundin hat sich dann auch job- und wohnungstechnisch etwas aus meiner Flucht- und Heimatstadt was ergeben und war der stille, heimliche Untermieter. Kaum eingezogen, hatte ich doch gemeint gehabt, ich müsste beim nächsten An- und Verkauf mit ein paar Handys vorbeischauen. Auf dem Weg dorthin kam mir ein Streifenwagen entgegen und ein Beamter davon hatte mich auch schon mal aufs Revier gebracht gehabt. Sie wendeten hinter mir und dann ging es eigentlich los, dass sie vor mir dann in die Straße reingefahren sind, auf den Parkplatz wohlgemerkt, sind ausgestiegen, sind zu mir gekommen, haben eine allgemeine Verkehrskontrolle gemacht und habe dann den Ausweis von meinem Freund rausgezogen, weil ich mich ja nicht mit meinem richtigen vorstellen konnte. Mein Freund hatte mir noch damals gegeben gehabt und so weiter und so fort, weil ich viel mit Handys zu tun hatte, dass ich mir ein neues besorge und hin und her. Wieder auf Vertrag und so weiter und so fort und hatte ihn noch dann nur direkt auf Fluchtzeiten schon mitgenommen gehabt und habe ihn die noch nicht zurückgegeben und habe ihn natürlich gleich verwendet gehabt. Und der Beamte hat dann zu mir gesagt, ja, das sind sie nicht. Und ich so, doch. Und ob ich nicht der Herr Klinger wäre. Und ich so, nee, keine Ahnung, noch nie gehört, ja. Hast du es bald, weil ich muss runter zum Edeka, meine Ausbildung braucht. Gleich unten beim Edeka und ich so, ja, bitte, habe ich viel Zeit und schlimm, ja. Ein Zeug gegeben und dann habe ich gesehen gehabt, wie die runter zum Edeka gefahren sind. Ich denke mir, scheiße, was machst du jetzt? Und bin dann hingegangen und habe dann gemerkt gehabt, dass die beim Edeka nachgefragt hatten und habe dann gleich dementsprechend die Richtung gewechselt, bin in eine Seitenstraße reingegangen, zu einer Schule, habe mich dann bei der Schule selber versteckt gehabt. Das hat dann ungefähr so 10 Minuten gedauert von der Kontrolle bis dorthin und habe dann gerade gesehen, dass Schule aus war, die ganzen Kinder sind raus und habe dann noch zur Tür rausgeschaut, gesehen, wie die Bullen gerade vorbeigefahren sind. Die Bullen hört sich so böse an, aber die nehmen es mir schon gar nicht mehr übel, dass das irgendwas ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich dann jedenfalls raus und bin in die andere in entgegengesetzte Richtung gelaufen und wie in Quank 2 dann durch die ganzen Vorgärten und Gärten selber abgehauen und hab dann schon gemerkt gehabt, der Helikopter ist in der Luft und ich sagte, kann nicht sein jetzt und ja, war aber wirklich so, hab mich dann in ein Wohngebiet und eine Tischtennisplatte habe ich mich dann zuerst angelehnt gehabt, als wenn ich da warten würde auf jemanden und hab dann schon den Helikopter und der war die ganze Zeit oben, also hat sich leicht über eine Stunde gezogen gehabt und bin dann in eine Garage rein, habe mich dann da einfach nur, weil sie offen stand, kurz reingestellt, dass ich mich von oben nicht sieht und ja, habe erstmal Zeit verstreichen lassen müssen. Ich habe natürlich auch Hunde gehört gehabt und hin und her, ich will nicht gleich zu paranoid klingen und es war dann schon wirklich, ja, irgendwie aus einem Film und ich habe mir gedacht gehabt, scheiße, wenn sie mich jetzt haben, dann siehst du deine Freundin so schnell nicht mehr, aber ich will sie noch einmal sehen. Ich will jetzt nicht einfach sagen, hey, ich schreibe dir jetzt einen Brief und so weiter, sie haben mich und muss mich dann noch, ja, was weiß ich, wie lange bei dem ganzen Scheißdreck und so weiter, was dann auch irgendwo auf mich vielleicht noch zugekommen wäre, auch an weiteren Kosten und hin und her, weil ich dann sage, ja, okay, scheiß drauf, versteckst dich einfach mal, hab mich dann im Stadtpark versteckt und das bin dann von der Mittagszeit bis zum Nachmittag 3, 4 Uhr und ich blende noch ganz kurz den Stadtpark ein, wo wir auch gleich gewohnt hatten. Von dort aus hatte ich dann den Richter angerufen gehabt und habe dann gesagt, ob man doch irgendwas machen kann und so weiter und so fort.
Und er hat gesagt, naja, wenn der Haftbefehl draußen ist, kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Und so war es halt dann auch. Ich habe dann sehr viele Stunden verstreichen lassen und bin halt dann abends erst um 22, 23 Uhr wieder zurück zu meiner Freundin in den Block rein, ja, in den Wohnblock, und habe sie dann eigentlich nur noch umarmt die ganze Nacht und nicht mehr losgelassen, weil ich echt gedacht habe, das war dann eigentlich so der letzte Tag. Und ab dem Tag an ging dann auch eigentlich die Flucht Zeit erst so richtig los, wo es mir dann bewusst wurde. Da war ich dann vorerst das letzte Mal draußen. Meine Großmutter, bei der ich aufgewachsen und vor der Flucht wohnte, ging es über die Monate hinweg immer schlechter, lag im Krankenhaus, und dann bei ihrer jüngsten Tochter, meiner Patentante. Es war ein fürchterlicher Schmerz aufgrund der Umstände und Gegebenheiten. Auch weil sie mich teils aufgrund der ganzen Tabletten mich mit ihrem jüngsten Sohn, meinem Onkel, verwechselte, wollte sie mich unbedingt nochmal sehen und dass ich sie im Krankenhaus besuchen komme. Und hatte mir sogar das Taxi bezahlt gehört, und ich meinte nur, ich kann nicht, weil die Polizei mich ja doch sucht, aber das wird schon wieder werden. In diesen 4 Jahren war ich höchstens 5-mal draußen, 2-mal war ich selbst zum Zahnarzt musste. Und selbst hatte ich gleich bar bezahlt unter falschem Namen und so weiter. Und das war immer ein komisches Gefühl, rauszugehen, wenn die Polizei einen sucht, oder man lernt halt einfach nur unauffällig und neutral und normal zu bleiben. Und wenn dich die Person, die dich über alles liebt, bei der du aufgewachsen bist, so mit Tabletten vollgepumpt ist, dass sie dich nicht einmal mehr erkennt, weil ich sie immer wieder angerufen hatte und so weiter und so fort, und mir denke, Mensch, was ist denn da los? Ja, und die Wochen vergingen, meine Großmutter kam in die besagt im Krankenhaus aus zu meiner Patentante, und mit 20, 21 Jahren, da rechnet, denkt und reimt man sich eine schönere Welt zusammen. Über Umwegen erfuhr ich dann, dass eine andere Tante, von der ihr Sohn zugleich auch mein Cousin es war, wo ich damals mit meiner Freundin in das Haus eingezogen war, in einem anderen Video zuvor, dass sie vor allen Anwesenden am Sterbebett seine Mutter sagte, dass, wenn sie mich sieht, sie die Polizei rufen wird. Und zuerst antwortete ich ihr, lass dich am besten weit genug entfernt auf dieser Welt beerdigen, dann schiffe ich dir nur jedes Mal drauf, wenn ich dran vorbeifahre. Leider hält sie ja auch die Papiere von dem Grab ihrer Mutter, meiner Großmutter, in den Händen und konnte deswegen auch dementsprechend irgendwo nicht einmal bei der Beerdigung dabei sein. Und da wir uns alle mit einer sehr großen Arroganz verabscheuen können, aber ihr Sohn mein Cousin und im Herzen mein kleiner Bruder ist, und sie ihm zumindest etwas bedeutet, ist das Ganze eine sehr verzwickte Angelegenheit. Als meine Großmutter verstarb und ich somit nicht bei der Beerdigung teilnehmen konnte, war es schwer, damit richtig umgehen zu können irgendwo. Es gab kein richtiges Ende, keinen richtigen Abschluss, wo man sich nochmal irgendwo in die Augen sieht und sich umarmt und einfach nur Danke sagt. Und wenn du noch irgendwas auf dieser Welt, einen Wunsch hast, so lass es mich doch bitte wissen und erfüllen. Aber meine Oma hätte gewollt, dass ich ein braver, anständiger Junge werde. Ja, ich weiß, dass sie es mir niemals böse nehmen würde und dass sie im Kreise ihrer Kinder friedlich einschlafen konnte. Das ist im Übrigen diese Verbundenheit, aber naja, war natürlich nur wieder Zufall, ja. Nach dem Gefängnis war es einer der ersten Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, sie am Grab zu besuchen. Was macht man die ganze Zeit, wenn man im Zimmer eingesperrt ist? Meine Großmutter hatte ja leider auch gewollt, dass ich weitermache irgendwo im Leben. Man kompensiert das Ganze, dieses Gefühl, dass es da immer jemanden gab, zu dem man gehen kann und der einen lieb hat, ist ja selbst nicht weg.
Und man hat ja eine Freundin, ein paar süße kleine Tierchen und man fängt dort an, sein Herzblut zu investieren, es einfach irgendwo weiterzugeben, zu reflektieren, um irgendwo noch das zu leisten, was man von dir auch erwartet hätte. In der Anfangszeit hatte ich auch eher Interessen für viel Dokus und Gaming, für den Notfall, Survival und Ego-Shooter und ebenfalls verlockendes Glück in 1-Cent-Auktionshaus. Hatte mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, illegal, über eBay, Betrügereien oder legal mit Immobilienverkäufen im Internet Geld zu verdienen, ja. Und bin dann eigentlich in einem Hobby auf meinen damaligen Beruf gekommen. Wollte dann auch was Exotisches haben und kam auf Skorpione, Geckos, Schlangen, viele Terrarien und wollte das Ganze natürlich auch schön ablichten. Hatte mich dann von einer günstigen Nikon P100 Bridge-Kamera bis zu den teuersten Bodies und Objektiven in Kauf und Verkauf hochgewirtschaftet gehabt. Ich hatte etwas gefunden, wie man problemlos auch Postwegen arbeiten kann und auch anständig, seriös und legal Geld verdienen kann, wohlgemerkt. Die Bullen hatten gut 10-mal Sturm geläutet, nachts wie früh, morgens in den ersten 2 Jahren, wie sie es auch förmlich spürten, dass ich hinter der Türe stand und ich sie durch den Türspion sah und sie mir mit der Hand verdeckt halten, wenn wir zugehalten hatten. Aber es gibt halt kein Türöffnungsgesetz und es gab auch keinen direkten Verdacht. Und eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Unbekannt verschaffte dann auch Abhilfe, wo ich nur extra darauf geachtet hatte, dass keine Fingerabdrücke auf dem Brief oder den Kuvert waren, den wir ihn reingeschickt hatten. Und der Polizist, der Sturm geläutet hatte, war der gleiche an den Tagen mit den Helikoptern, ja. Mein Wille war halt einfach stärker und ich sagte damals noch, ihr wollt mich lebendig, aber dann müsst ihr mich umbringen, weil sicher einer von uns beiden sterben wird, wenn du mich verhaften willst. Ich war 21, 22 Jahre jung und noch definitiv nicht erwachsen. Meine damalige Freundin wurde dann auch schwanger und hat es auf ganz viel Zureden dann auch abtreiben lassen. Es war die beste Entscheidung für das Kind und für uns im Nachhinein, weil ich mir schon oft gedacht und gewünscht habe, warum ich meine Erzeugerin nicht irgendwo hätte einfach abgetrieben. Nur das Problem dabei, dann muss es dennoch irgendjemand anders machen und wenn ich mir das Leben genommen hätte, hätte sich mein Erzeuger nur gefragt, warum ich das nicht schon viel früher machte, weil dann hätte er sich den ganzen Unterhalt irgendwo im Leben auch sparen können. Und den Gefallen wollte ich ja wiederum nach der Aktion auch nicht tun. Zudem hätte ja die Großmutter gewollt, dass ich mein Leben bis zum Schluss wenigstens durchziehe und dann kann ich sie ja immer noch sehen und mich wenigstens schöpferisch verhalte. Auf Drogen kann man sich jederzeit den Exzess bzw. Austritt geben und das ist keine Kunst. Nichtsdestotrotz, ich lernte mich selbst zu operieren mit Zange, Jack Daniels, Skalpell und Prokain zum Spritzen vom Tierarzt für die örtliche Anästhesie, für den eingewachsenen Zehennagel und konnte sehen und lernen, was braucht man wirklich. Von Handyvertrag bis Rechtsschutzversicherung habe ich es auch jedem Käufer auf eBay und so weiter recht gemacht, weil ich mir niemals eine Anzeige hätte deswegen leisten können. Und weil es gut lief, bin ich dann mit meiner Freundin und mit meinem Cousin, den ich vorhin angesprochen hatte, gemeinsam in ein Haus aufs Land gezogen und das war die schönste Zeit meines Lebens. Aber ob es die richtige war, aus der Schöpfung heraus betrachtet, kann ich heute auch so nicht beantworten und befürworten. Klar, Freiheit, Geld, Drogen, Macht, Waffen, viele Leute und so weiter, es war schon gut, dies kennenzulernen, aber nicht darauf, ein Leben lang aufzubauen und in dieser Welt zu bleiben und zu verharren. Beziehungsweise einfach nur in dieser Welt zu leben, ja. Meine Freundin hatte sich dann auch von mir getrennt gehabt, ich weiß auch gleich gar nicht mehr warum. Sauer war sie mir jedenfalls nicht und hat mir ja noch im Gefängnis geschrieben gehabt, dass ich sie wenigstens wirklich vom ganzen Herzen geliebt habe und dass sie ohnmächtig sogar stationär eingewiesen wurde, als sie erfahren hatte, dass ich verhaftet wurde.
aber wir waren definitiv nicht für ein Leben lang zusammen bestimmt, das kann ich halt sicher sagen. Ich wurde aber auch leichtsinnig, hatte mir sogar Crossmaschinen von Husqvarna und Husaberg mit über 500 Kubik zugelegt gehabt und hatte an sich schon ordentlich die Sau auch rausgelassen und dann High-End-Roller und naja, wo es mich sogar auf der Straße und im Gelände zerlegt hatte und ich dermaßen wieder aufgeschürft war, aber da weiß der Arztmann gleich wieder, dass du lebst und die Straße bei uns im Dorf hat dermaßen nach Gras, also Cannabis gerochen, ein Wunder, dass die Nachbarn schon gar nichts sagten und immer und überall einen Dübel in der Hand und in der Fresse, weil auch die Leute ständig ein- und ausgegangen sind, die man so auf den Kneipenturn kennenlernte und die gleichen Lausbuben waren und es war halt schon relativ entspannt und locker auch, es war cool, ja. Mein Erzeuger sagte mal zu Tisch, dass er selbst nichts direkt mit der russischen oder italienischen Mafia zu tun hat, sowie zu mir mal, dass er sich alles auf dieser Welt leisten kann, selbst nur Panzer fährst und mit 22 oder 25 Jahren im Darknet unterwegs, du da was suchst, dann findest du es auch und dieses Ego zu befriedigen, dann entscheidet und lernt man aber auch, dass Menschen, die mit Massenvernichtungswaffen handeln oder irgendwas zu tun haben, man mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben will und möchte, das prägt dann die ethischen und moralischen Sichtweisen, die Aspekte und Paradigmen. Zu sehen auf meiner Website ja zusätzlich. Ja. Ich wollte halt auch so cool sein und mir alles leisten können und hab das auch irgendwo dann getan gehabt und was brauchst du, wie gesagt, denn wirklich? Du kommst dann aus was raus und denkst dir, klar, für ein bisschen Adrenalin da am Motorrad und hast dann ständig deine Drogen, dass du dich sedieren kannst und so weiter und so fort und machst dein Geld und war aber auch leider verschwenderisch eingestellt. Also hab schon immer sehr bequeme Klamotten getragen. Dann denke ich mir, bevor ich jetzt wasche, mein Gott, dann fährst du dann einfach, kaufst du wieder so ein 10er-Pack Jogginghosen, Paschen und so weiter und deswegen habe ich vorhin gesagt gehabt, dass kann halt so nicht befürwortet und beantwortet werden, ob das dann dementsprechend, das war eine lehrreiche Zeit, ja, aber auch wie sinnvoll und nützlich und nachhaltig das Ganze dann war, muss ich sagen, bin ich damit heute, Gott sei Dank, deutlich bewusster im Umgang. 2015 folgte das Gefängnis, für ein Jahr Eichstätt, danach Bayreuth bis Mitte 2017. Mit 15 war ich ja so schlau und hatte mir ein Hakenkreuz auf die Brust tätowieren lassen. Mit 18, 19. Lebensjahr hatte ich es mir dann 7 bis 8 Mal drüber lasern lassen. Und selbst im Gefängnis hatte ich nie Probleme damit. Im Gegenteil, ich musste die Ausländer davon überzeugen und überreden, dass dies nicht richtig ist. Und hat eigentlich nur mit unseren einheimischen Freibiergesichtern die kurzen Diskussionen in den Grundsätzen aufgrund der stärkeren Naturgesetze und Gegebenheiten, dass die sich auch dann sehr schnell einsichtig zeigten. Ich wollte den Weg für meine Großmutter dann auch dementsprechend so gehen, auch ein anständiger Junge sein zu können, dass ich auch Bewährung es versuche und hätte auch jederzeit meinen Ausweis bis heute wegschmeißen können, um wieder unterzutauchen. Von Bayreuth verschlug es mich dann nach der Entlassung sehr schnell wieder in meine Heimat, weil ich nach der Entlassung gleich wieder schnell auf falschen Wege war und nach 4 Wochen bin ich ohne richterliche Zustimmung auf Ingolstadt gezogen mit einem positiven THC-Befund und hatte dann aber auch gleich einen Arbeitsvertrag sowie als allererstes in meiner Stadt und vom Arzt ein Cannabis-Rezept und konnte halt dann damit Gott sei Dank das widerlegen, das dann doch gar nicht so illegal getan zu haben und hin und her und wurde halt dann diese Bewährungsauflage eingestellt, weil da auch dann gleich der neue Gesetzentwurf rauskam und warum ich dann mit einem Joint bei den Polizisten schon weitergefahren bin, bis hin zum Führer und so weiter, folgte noch in einem anderen Video. Und weil eine Bewährungshilfe für mich angeordnet war, 13 Jahre älter, dann auch zu meiner Frau gemacht und genommen habe, ging die ganze Geschichte immer irgendwo in einem neuen Ansatz auch weiter. Und ja, nach wie vor halte ich noch eher daran in Erinnerung fest,
als dass ich was Neues kennenlernen wollen würde. Ich weiß nicht, ob das bei den Frauen auch so ist, dass sie, wenn sie einmal einen richtigen Mann an ihrer Seite hatten, dann sich nicht noch einen Waschlappen irgendwo antun wollen im Leben. Alle Probleme waren förmlich weg, Riesengasthaus, Geld zum Arbeiten und hatte nur die Ordnung und Struktur weitestgehend hergestellt, dass der Ex-Mann und Vater der Kinder ausgezogen ist und sich nicht nach 3 der 4 Jahren Ehetrennung in ihrem Haus sich noch weiterhin von ihr morgens auf das Frühstück jeden Tag bringen lässt. Selbst habe ich mir rein gar nichts und noch nie was sagen lassen und jetzt im Nachhinein die Worte von meiner Großmutter, die ich besser verstehen kann, weil sie sagte, dass meine Ex ein wirklich lieber, netter Kerl und Freund ist, wie man in Bayern so schön sagt. Und ich wollte halt immer meine Frau haben, sie mit fremden Kindern zu teilen, war kein Problem. Wenn ich dies mit einer zweiten Frau ausgleichen hätte dürfen können. Aber wie meine Ex dann schon sagte, selbst mit einer zweiten Frau hätte sie es wirklich nicht geschafft. Ja. Oder beziehungsweise hätte es nicht ausgereicht, aber da wünsche ich jetzt nur noch euch viel Spaß damit und hin und her. Das Thema ist gar nicht mehr so relevant noch irgendwo und wenn du erstmal gelernt hast, auf was es drauf ankommt im Leben, wenn du die Welt mit anderen Augen siehst, ja, dann handelst du auch dementsprechend bewusster. Nach der Trennung von ihr hatte ich mich dann nach einigen Monaten ganz romantisch Kontakt zu einer Jugendliebe Claudia aufgenommen gehabt. Gott sei Dank war sie schon verheiratet und hat den Kinderpflichtwunsch nicht bei mir durchgesetzt oder müssen oder wie auch immer. Ja. Die Geschichte, dieses Theater ist an sich so passend, wie es alles läuft und ist. So hart, gefühlskalt, oberflächlich wie grausam und tief emotional es fast wie bei jedem anderen auch so sein mag. Ja. Es geht alles, wenn man will, deswegen kann ich jetzt auf dieses Video verweisen. Man muss mir von keiner Schwuchtel, Spacko oder Heulsuse noch irgendwas erzählen lassen. Und der richtig böse Teil kommt eigentlich erst noch mit dem Teil 3 Video. Die Frauen sind besser als die Männer in hier. Wenn man mich fragt, warum ich die Haftstrafe nicht einfach abgesessen hätte, wäre es zeitlich sogar schneller gegangen. Der irrt. Vor meiner Flucht hatte ich keine Ausbildung und eine Freundin und wäre gelegentlich, beziehungsweise eigentlich nur als Gleicher wie damals wieder herausgekommen mit den gleichen Gewohnheiten und hätte immer nur wieder versucht, auf das zu kommen, was ich schon erreicht und gemacht hätte. Das konnte ich bei vielen anderen zumindest auch so erkennen. Jetzt aber ist es genau andersherum. Es ist langweilig geworden. Die Bullen suchen einen nicht mehr, man hat alles an Drogen durch, ja. Gibt nur noch Arbeit bis zur nächsten Baustelle und so weiter und mir hätte sonst irgendwo im Leben auch ein ganz großer Erfahrungsschatz gefehlt, ja. Dank meiner Großeltern erzeugerlicherseits wurde ich von vielen alten Lasten und Schulden befreit, dass ich heute den wichtigsten Arbeiten nachgehen kann. Freude und Spaß macht es nicht. Das sagte unser lieber Sigmund Freud aber auch schon. Wir brauchen keine Millionäre mehr oder das ist immer so dieses Maß der Dinge heutzutage. Wie weit müsstest du sein, dass du durch das Erbe deiner Eltern Millionär sein kannst, aber du nicht einmal dies annehmen wirst? Wir brauchen Bewusstsein, nicht nur im Verstand, sondern auch im Herzen. Und es bringt nichts mehr heutzutage, noch irgendwo egoistisch zu sein, um sich noch von irgendetwas anderem abheben zu können. Besitz besitzt einen nur, heißt es immer so schön. Und weniger ist wirklich oft mehr. Je mehr Technik und Scheiße man hat, desto abhängiger ist man auch. Egal ob es Alexa vom Internet ist, damit die Elektrik funktioniert, bis hin zum der ganzen Kompatibilität, Software und Technik, die noch nicht ganz ausgereift ist. Deswegen macht man sich immer nur noch mehr zum Opfer des eigenen Systems als Konsumdepp. Und ja, weitere Videos folgen darüber auch noch. Was ist die größte Bestrafung der Eltern? Das gleiche wie für das Kind. Wenn du sie nicht würdigst und sie einfach missachtest. Man muss auch keine Dankbarkeit zeigen oder aussprechen, wenn man dies übergreifend schon auf die Großeltern auch geben kann und konnte. Wenigstens ist das meiste ausgesprochen. Sollte mich morgen der Tod holen,
kann man wenigstens in Zukunft oder in den nächsten Inkarnationen vieles gleich schneller und früher erkennen.